Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play 60 Seconds. Ich muss kurz einmal gucken. Hatten wir? Nein, hatten wir noch nicht. Was hatten wir da noch nicht gemacht? Wir hatten da dann, glaube ich, als kleiner Junge hatten wir noch nicht überleben geschafft, oder? Ne, wir hatten Apokalypse noch nicht geschafft, oder? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Fuck. Wir machen jetzt Apokalypse als kleiner Junge. Und ja. Ja, das machen wir. Ich glaube, das war der letzte Part, wo wir endlich Pancake hatten oder bekommen hatten. Okay, die beiden Sachen brauche ich. Ja. Dann ist hier ganz viel Essen und Trinken. Noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Die Waffen, okay. Was sagt denn das? Munition, okay. Ich glaube, da fangen wir hier an. Okay, und los! Nice! 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 Fetti! Ich meine Mary Jane! Stand's im Weg! So, zack. Rein! Danke! Die Karte nehmen wir auch mit. Oh mein Gott, unbedingt das Buch und das Medikit. Können wir nicht, okay. Wollen wir nochmal essen? Danke. Okay, dann rennen wir gleich zurück. Okay, dann holen wir jetzt unbedingt das Medikit. Und das. Und wieder zurück. Und nochmal dahin. Das holen. Und wir brauchen noch ein bisschen trinken. Okay, dann holen wir jetzt unsere Familie. So. Mary Jane. Trinken. Wir haben kein Radio. Wir haben kein Radio. Rein. Taschenlampe. Oh, das war noch... Ah. Aber wir haben echt... Nein, fuck, wir haben scheiß Sachen dabei. Wir haben verdammte Scheiße dabei, glaube ich. Ah, wir haben das Medikit. Immerhin, immerhin. Coole SpongeBob-Taste, Leute. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon habe. Ewigkeiten. Aber sie ist toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir geile Scheiße. Wir haben keine Taschenlampe, aber das ist okay, glaube ich. Lol. Haben wir das Radio eingesammelt? Lol, hä? Haben wir das Radio... Habe ich das Radio eingesammelt? Spult mal zurück und sagt mal, ob ich das Radio eingesammelt habe. What? Lol. Hä? Wusste ich gar nicht mehr. Lol. Okay, gut, nice. Also, ich meine, mich stört's jetzt nicht, aber... Okay. Schöne Sache, schöne Sache. Ja, wir spielen Wahrheit oder Tat, Wahrheit oder Pflicht. Okay, gut. Alles okay und alles okay. Nice. Wir haben eine Gasmaske. Das ist... Wir könnten eine Expedition starten. Wir haben Dolores vergessen. Ich will es jetzt doch lieber gerne mitnehmen, weil wir dann jedenfalls noch einen weiteren Erwachsenen haben, wisst ihr? Es ist doch schon, ja, besser. Ja, gut, okay. Trinken, trinken und trinken. Wir können noch einen Tag warten. Und ich denke, wir schicken Timmy raus mit der Gasmaske. Ja. Oh mein Gott. Warum sieht man den Greenscreen? Das ist gerade nicht gut. Scheiße. Nein! Okay, Moment, ich muss da irgendwas ändern. Ah, damn, was ist das? Greenscreen-Probleme. Greenscreen-Probleme. Oh yeah. Oh yeah. Moment mal eben. Kann ich das jetzt noch ändern? Ich glaube, ich kann das jetzt noch ändern. Fuck! Jetzt flackert mein Stuhl ein bisschen, aber ich hoffe, das ist okay für euch. Holy, Alter. Das war vorher noch nicht so, als ich getestet habe, wie das aussieht. Wow. Mein Kabel ist jetzt halb unsichtbar.
Okay, egal. Weiter geht's, genau. Timmy ist raus. Gut. Gut. Dringend was trinken. Genau, jetzt kriegen sie alle was zu trinken, ist okay. Was passiert? Wir müssen ja auch noch neue Leute so kennenlernen, oder? Moment. Es gibt da doch ein Achievement. Damit wir noch neue Leute so kennenlernen, glaube ich. Ich kann mal kurz nachgucken, das ist ja kein Ding. Ich kann ja fortsetzen drücken. Konrad Style, das ist mit den 111 Tagen. Alles im Bunker benutzen oder zerstören. Irrenhaus. Kakerlaken, wer das Sagen hat. Hier, yay, freut die Not. Tora. Rasiere Ted einen modernen Bart. Lausche der Stimmen, die nicht von dieser Welt sind, genau. Als kleiner Junge, als Sumo-Ringer. Schließe 30 Handel ab. Dunkle Seite. Befreie jemanden von den Banditen. Haben wir es nicht auch schon gemacht? Ich bin der Meinung, das haben wir auch schon gemacht. Ja. Sag nein zu allem, wir haben auch das Jahr jetzt Saga-Archiv mitbekommen, oder? Irgendwie. Glaube ich. Erforsche deinen ganzen Bunker. Verbünde dich mit den anderen Einödlern. Entweder ist es das, wo wir den Zwillingen helfen, oder es ist das hier jetzt. Weil wir hier ja auch jemandem helfen, so gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ja. Trinken wieder einsetzen, genau. Bücherclub waren das einzige Buch, das Telefonbuch, genau, stürmisches Klopfen und da. Wisst ihr was? Okay, wir machen's einfach. Vielleicht bringt das ja echt was. Vielleicht könnte das echt was bringen. Unsere Besucher hatten Probleme, Worte für ihre Dankbarkeit zu finden, genau. Okay. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt nicht klappt und es nichts dafür von mir gibt, ich glaube, das ist doch eher das mit den Zwillingen, aber egal. Egal. Timmy wird schon nicht krank werden. Ist okay. Ist alles okay mit den beiden? Schöne Sache. Die Regierung hat gerade einen Abruf. Ah, okay, wir können leider nicht rausholen. Rausgehen, da aber Timmy mit der Gasmaske unterwegs ist. Ich sag ja, Timmy wird nicht krank. Okay. Okay. Wisst ihr, was mir so aufgefallen ist? Ich könnte meine Cam hier unten hinmachen. Moment mal eben. Würde das mehr bringen, weil hier sieht man ja, hier ist ja eh nie was, oder? Oder ich mache meine Cam ab sofort hier oben hin oder so. Weil hier oben ist echt nie was. Ja, sieht scheiße aus. Ich lasse meine Cam hier unten. Ja, im letzten Part, ich glaube, das war der letzte Part, hat man den Hund halt nicht gesehen. Das war das Problem. Aber ich denke mal, das ist okay für euch. Ich hoffe mal. Wenn nicht, dann sag Bescheid. Hatte solche Angst. Manche haben wohl gedacht, dass 60 Sekunden, 60 Seconds ausreichen würden. Um noch einmal voll zu tanken, okay. Einmal Suppe nur, okay. Und einmal Wasser, das sieht mehr aus. Insektenspray, die Gasmaske ist leider beschädigt. Das ist ein bisschen doof. Es... Trinken, essen, essen, trinken. Komm, machen wir, ist okay. Ich denke, das ist okay. Nee, wir können leider keine Expedition starten, oder? Das Innengebiet verstrahlt sich. Ja, nee. Das Problem ist einfach. Wenn wir uns nicht waschen, werden wir krank. Ziemlich krank. Es reicht. Es riecht wirklich übel hier unten und sieht auch nicht so aus, als würde sich das in den kommenden Tagen ändern. Ey, was bringt es denn, Patronen dagegen zu benutzen? Wir benutzen einfach mal das Insekten-Spray. Oh nein, wenn wir jetzt krank werden, dann war das mit dem Dings echt ein Fehler. Ja, oh, es hat geklappt. Das nächste Mal benutze ich gerne mal die Patronen. Gibt nichts Neues, was Mary Jane plagt. Timmy immer noch Essen. Okay, dann kriegt Timmy Essen. Wir hatten hier gedacht, das ist ein Anruf. Okay, Mary Jane geht raus, komm. Ted können wir nicht rausschicken, ich habe Angst, dass er krank wird. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir nicht.
Genau, das war wieder das mit der schiefgelaufen, irgendwas auf der anderen Seite schiefgelaufen, genau. Immer noch hungrig. Dann kriegt er jetzt Essen und Trinken. Wir können keine Expedition starten. Leider. Leider, leider. Aber... Boah, jetzt ist mein ganzer Stuhl am Wackeln. Egal. Werdet ihr, denke ich mal, den Part über aushalten, oder? Ist ja eh hauptsächlich das, der Fokus auf dem Spiel. Alter, ist er immer noch krank? Immer noch hungrig, meine ich. Kann der denn immer noch hungrig sein? Ja, geil. Wir haben ein Radio. Das ist schön. Ich liebe Kaffee, Leute. Wir haben Kontakt zur Bundeswehr. Genau, wir sollen warten. Hilfe ist unterwegs. Okay. Wasser zeigt sich von der besten Seite. Und alles okay. Wir warten noch einen Tag mit Wasser. Jetzt müssen wir es wieder ein bisschen sparen. Öffnet die Tür im Namen der Freiheit. Schallt es von der Tür. Wir waren uns nicht sicher, wer beanspruchte, der Repräsentant der Freiheit zu sein. Aber wir hörten, dass es sich um eine Gruppe handelte. Wahrscheinlich bewaffnet. Jeder, der sich so vorstellt, hat vor, jemandem im Namen der Freiheit umzubringen. Wir machen trotzdem auf. Obwohl, scheiße, ich brauche das Nein-Sager-Archiv mit, ne? Sie haben uns Essen gestohlen? Ich weiß nicht. Wir bereuten es in der Minute, in der wir sahen, wer auf der anderen Seite stand, die Tür geöffnet zu haben. Dunkle Gesichter, Gewehre und feste Blicke einer Gruppe Jugendlicher. Wir sind verdammt, dachten wir. Dann hat es aus heiterem Himmel... Hat aus heiterem Himmel einer gefragt, ob wir zu den Kommunisten gehören. Wir haben die Kommunistenschweine nie unterstützt. Darum haben wir überzeugend gesagt, dass wir das nicht tun. Die Spannung hat auf der Stelle nachgelassen und diese netten, jungen Leute gaben uns 2 Flaschen Wasser. Sie sagten auch, uns auch, dass wir keine Angst zu haben brauchen, solange die Wolverines in der Gegend sind. Wir sind uns nicht sicher, was die Wolverines damit zu tun haben, aber wir verließen uns darauf. Das ist nice, Alter. Das ist super, dass ich das gemacht habe. Okay, wir warten noch einen Tag mit Timmy trinken, aber Mary Jane kriegt trinken. Gestern hörten wir ein leises Knopfen an unserer Tür. Aber als wir sie öffneten, fanden wir nur einen Koffer. Wir öffneten... Ja, das Nein-Sager-Archiv kriegen wir eh nicht mehr, also können wir sie öffnen. Das war ein Fehler, oder? Oh, Mary Jane ist nur krank. Oh, ist okay. Im Koffer fand sie sich Suppe, aber sie war verdorben, ja. Krankheit zugezogen und... Trinken. Komm, dann kriegt er auch Essen und Trinken. Wir starten eine Expedition. Mary Jane ist eh krank. Ja. Er braucht ein bisschen Munition. Das ist super. Das ist echt super. Was kriegen wir dafür? Wir haben, glaube ich, Wasser und Essen bekommen. Oder nur Essen, okay. Okay, alles fresh mit den Leuten. Mary Jane geht raus mit nichts. Denn wir haben nichts. Da ist ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Ted muss unbedingt stärker einen Bart bekommen. Wir wollen ihn nicht trimmen. Alles okay mit den beiden. Klopf, klopf. Dieses Geräusch überrascht und verwirrt uns immer. Es könnte alles bedeuten, gut oder schlecht. Aber wir sind immer neugierig. Sollen wir die Tür öffnen? Wir sagen ja. What? 2 Flaschen Wasser bekommen. LOL! Trinken und trinken. Kriegen sie beide. Wir haben gerade 2 Was? Okay. Moment. Muss mein Stuhl mal ein bisschen anders einrichten. Oh, jetzt sind sie schon viel gerader, ey. Das ist schon fast gemütlicher. Aber eigentlich nur fast. Eigentlich gar nicht, aber egal. Wir haben aufgehört zu argumentieren, aber wie lange wird das anhalten? Hungrig und nichts. Okay. Essen von mir. Wow. Moment. Ich habe gerade meinen Audiostecker gezogen. Ihr hört noch Audio, aber ich nicht mehr. Mann, bin ich dumm. Fuck. Oh Gott! Ach, scheiß auf Cut setzen. Geht doch so. Okay.
Ah, ich hab wieder Sound. Oh, Leute, ich empfehle euch. Guckt niemals. Niemals. Wenn ihr 5 cm davon entfernt seid in eine Softbox. Oh. So, was wollte ich machen? Hungrig. Timmy kriegt Essen, genau. Radio hören. Ach ja. Ja. Okay, das Radio ist kaputt gegangen. Was? Okay. Und ich glaube, das hat nichts gebracht, dass wir Dings... dass wir den Leuten da das Medikit gegeben haben. Und wie es aussieht, kommt Mary Jane nicht zurück. Sieht zumindest im Moment noch nicht so aus. Wir benutzen das Schloss. Ja. Ja, das Schloss. Mary Jane. Ted Knut im Magen. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Oh, siehst du da? Oh, noch mehr Essen und Wasser. LOL. Wie geil. LOL. Ja, Mann. Nice. Oh, das ist super geil, Alter. Essen für Mary Jane. Und sonst nichts. Okay. Mary Jane kriegt Essen, meinetwegen. Ein junger Mann stattete uns heute einen ab. Okay. Ein Besuch ab wahrscheinlich. Er erzählte uns eine Geschichte über seine mutige Zwillingsschwester, die bei dem Ausspionieren eines naheliegenden Banditenlagers verloren ging. Er sagte, dass weil diese Umstände weit entfernt von perfekt sind, sie uns womöglich kontaktieren wollten, um sich mit uns zu treffen. Ja, war das nicht sonst immer, dass die Schwester hergekommen ist und uns helfen wollte? Und wollte, dass wir den helfen? Den Bruder zurückzuholen? Okay. Ja, der Banditenanführer ist ihr wirklicher Vater. Genau, aber wir haben es geschafft. Okay, sie kontaktieren uns wieder. Essen, erschöpft und Wasser. Sie kriegt Essen, mit Wasser warten wir noch einen Tag. Und Timmy könnte wieder auf eine Expedition gehen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Wir müssen warten, bis es Mary Jane besser geht, damit sie rausgehen kann. Wir sind abgeschottet. Ja, das Wohlergehen unserer Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Für uns natürlich. Haben wir irgendwas dazu bekommen? Sieht nicht so aus, glaube ich. Oder doch, eine Flasche Wasser, okay. Essen, Durst, Essen, Durst. Okay, warte. Essen, Durst, Essen, Durst. Okay. Ja, wir blicken auf unsere Karte. Möglicherweise bringt das ja etwas. Ich muss irgendwie mein Mikro mal kurz richtig hinschieben. Das könnte vielleicht etwas komisch für euch sein oder so. Ich weiß nicht, ob man das hört so wirklich. Egal. Wir haben die Taschenlampe bekommen. Geil. Erschöpft, trinken und nichts. Gut, dann kriegt Timmy auf jeden Fall was zu trinken. Wir könnten Timmy rausschicken. Ich will aber nicht. Warte mal, was steht da so? Vielleicht auch nicht. Wir werden es nicht... nein. Ja, wir haben leider keine Munition für die junge Frau im Tarnanzug. Das heißt auch, wir können ihr leider nicht helfen. Ja. Mary Janes Zustand hat sich kein bisschen gebessert. Trotz der schrecklichen Umstände. Ich kann nicht mehr reden heute. Cool. Nein, wir machen noch keinen Ausflug, oder? Nein. Ihr Wahnsinnigen! Ihr habt es in die Luft gejagt. Ach, das ist das mit dem Grill. Ah. So, mein Kaffee ist leer. trinken. Nichts. Durstig und trinken. Ach komm, wir haben gerade ziemlich viel. Das ist okay. Ich glaube nicht, dass Mary Jane so schnell wieder gesund wird. Ja. Ist ein wenig problematisch. So ein Händler wäre ganz geil eigentlich. Nein, wir haben keine Medikamente. Trinken und es geht Ted gut, okay.
Geht leider nicht. Ja! Oh mein Gott! Hab ich's nicht gerade erwähnt? Oh mein fucking Gott! Nice! Essen und nichts. Essen und das. Schöne, verkackte Sache. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, geil! Oh mein Gott, nee. Trinken, essen, trinken. Trinken. Nein, trinken. Nein, essen. Oh mein Gott, ist das cool. Jeder neue Geruch reizt in diesem kleinen Bunker sofort unsere Nasen. Es gibt nicht viel, das wir vermissen würden. Und als ein Stein aus der Wand fiel und eine schmale Öffnung enthüllte, wurden unsere Sinne sofort an einem schrecklichen Gestank gereizt. Wir sollten wahrscheinlich das Loch überprüfen und nachsehen, was diesen Gestank verursacht. Wir gucken noch nach. Ja, machen wir. Ja, keiner krank. Ich glaube, wir haben Essen und Trinken dazu bekommen, oder? Irgendwas? Ja, Essen dazu bekommen. Nice. Nichts. Trinken. Nichts. Okay. Eine Gruppe Menschen in grünen Pyjamas. Ach, komm. Easy. Erstmal wieder ein bisschen ranrücken. So. Nichts passiert, glaube ich. Okay, doch passiert. Verdammt. Es gibt nichts Neues über Timmy zu berichten. Okay. Ich glaube, wir schicken jetzt Timmy langsam auf eine Expedition. Ein Lederkoffer. Wir öffnen ihn. Ist okay. Ist okay. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, würde ich sagen. Na, na, na. Na, 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 na. Oh, gemütlicher. Um einiges. Wir haben Wasser bekommen. Okay, trinken für Mary Jane wäre schön. Und nichts und essen und trinken. Und da Timmy jetzt auf eine Expedition geht, ist das super. Mit nichts. Ja gut, habe ich gesagt. Oh, das habe ich. Aber egal. Mary Jane hat nichts zu beklagen. Scheint es heute gut zu gehen, okay. Ja, er kommt hoffentlich zurück und Ted hat auch nichts zu beklagen. Ja, wir benutzen das Insektenspray dafür. Ich muss echt nochmal gucken, was die anderen, wie man die anderen Achievements kriegt. Es ist halt dieser, man muss den Bunker so komplett untersuchen irgendwie einmal. Da stand da ja. Untersuche deinen Bunker einmal komplett. Ich klicke halt einfach mal jetzt so überall. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ey. La. Habe ich noch irgendwo nicht geklickt oder muss ich einmal alles im Bunker haben oder so? Jedes verdammte einzelne Stück, was man hier kriegt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt überall einmal raufgeklickt. Glaube ich, hoffe ich. Egal, okay. Dann das Achievement auf jeden Fall nicht bekommen. Ja, wir haben den radioaktiven Kakerlaken besiegt. Ja, irgendwie schon so. Nare, ey. Hängt die ganze Zeit von meinen Augen. Ich glaube, man erkennt. Das Auge erkennt man gar nicht, glaube ich. Ich erkenne es jedenfalls nicht da in der Aufnahme. Essen. Wasser und müde. Okay. Durstig. Jo, als ob das schon wieder. Lol. Okay. Ich könnte schon wieder Pancake zu uns stoßen. Ja, es wäre ein Hund. Schön. Beeindruckend, wie sie damit der Situation klarkommt. Okay. Unsere Situation wird jeden Tag schlimmer. Wir können den Hunger und die Verzweiflung in unseren Augen erkennen. Wir wissen, dass ein Lehrer der örtlichen Schule ein paar Kinder gerettet hat, als die Bomben fielen. Ja, komm, wir holen uns die Vorräte. Ist okay. Timmy ist wieder da. Er ist nicht mal krank. LOL! Digga! Was? Yo! Alter! Yo! Gönn dir! Was? Alter! Okay! Holy! Shit! Oh,
Alter, haben wir viel bekommen, Mann. Alter, haben wir viel bekommen. Durstig, hungrig, durstig und hungrig. Alter, haben wir viel bekommen. Leute. Lol. Okay. Okay. Immer noch hungrig und trinken. Erinnerst du dich noch daran, als Mary Jane nach draußen um... Okay, wir müssen es verarzten. Irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Und unsere Axt ist weg. Schön. Mary Jane hatte eine falsche Vorstellung, als wir die Axt geschwungen haben. Sie hat versucht, aus dem Bunker zu hinken. Aber glücklicherweise war sie zu langsam und wir konnten unsere Absichten erklären, bevor sie davongerannt ist. Das Erhitzen der Axtklinge erlaubte es uns, die Wunde zu säubern und das Eitern zu stoppen. Jetzt liegt es an ihrem Immunsystem, die Infektion zu bekämpfen. Wir mussten dafür unsere Axt kaputt machen, aber sie sieht heute schon besser aus. Darum hoffen wir, dass es das wert war. Okay, Timmy will immer noch was essen, Alter. Komm, langsam rechts, aber wieder, Timmy, ne? Langsam rechts. Ja, unser Hundi ist wieder da. Klar, wir bräuchten noch mal ein neues Medikit. Da könnten wir Pancake erneut rekrutieren. Denn das nächste Mal kommt er zurück und... Dann will er ja mit der Karte weg. Und da müssen wir die Karte benutzen und danach kommt er mit einer Verletzung zurück. Deswegen. Wasser, okay, keine neuen Sorgen. Timmy kriegt Wasser. Okay, mit dem Essen müssen wir jetzt langsam echt aufpassen. Ja, wir spielen um 2 Wasserflaschen, ist okay. Ist okay. Wir haben sie bekommen, oder? Nein. Aber wir haben trotzdem noch echt viel Wasser. Alles fresh mit den Männchen. Okay, das ist schön. Die könnten sich auch langsam echt mal erholen. Wäre echt, na, ganz schön. Hallöchen, die Kakerlaken. Wasser braucht Mary Jane nichts. Und knurrt der Magen und Wasser. Wir warten noch einen Tag mit Wasser. Nochmal das gleiche mit den Kakerlaken. Okay, wir können leider nichts machen, weil wir das Buch noch... das Spray haben. Dann können jetzt alle was zu trinken kriegen und mit Essen warten wir noch einen Tag. Ja, noch mehr krabbelnde Insekten im Bunker. Schön. Oh Mann. Gut. Wir warten noch einen Tag mit dem Essen. Pancake ist wieder da. Yay! Woo! Party hard! Okay, Pancake ist so. Alle hungrig. Ja, dann kriegen jetzt alle was zu essen. Wir wollten schon immer ein Haustier, aber wir konnten uns einfach nicht entscheiden, für was für eins. Eine Katze, ein Hund, egal. Jetzt haben wir eine Kakerlakenkolonie. Cool. Schön. Freut mich. Ist mein Kaffee echt leer? Oh ja. Mano! Trinken, trinken, hungrig und trinken. Ach komm. Ich hoffe jetzt irgendwie schaffen wir das demnächst mal. Wäre recht gut. Wäre recht okay. Alter, der Typ ist immer noch hungrig. Was willst du denn, Ted? Alter! Meine Güte! Das ist übertrieben! Wir sind schon bei Tag 50, Alter! Ja. Werden wir wahnsinnig? Werden wir! Ja, werdet ihr. Deine Mama, Ted! Holy! Hör auf, hungrig zu sein, Mann! Wir können nichts gegen diese Kakerlaken tun, Alter! Unsere Kakerlaken-Mitbewohner können etwas ordentlich.
ekelhaft und lästig sein, aber das ist mit Sicherheit nichts. Nicht das Schlimmste, das uns hätte passieren können, und es gibt sowieso nicht viel, das wir dagegen tun können. Vielleicht bringen wir sie eines Tages dazu, Miete zu zahlen. Wasser, 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 wir warten noch einen Tag. Obwohl, Wasser haben wir so viel, das können wir echt benutzen, Mann. Nur was mit dem Trinken ist, Essen ist halt ein bisschen problematisch. Wir brauchen kein Wasser. Nö. Brauchen wir nicht. Essen bräuchten wir halt, ne? Essen. Ich gebe Timmy Essen. Ich gebe sofort, sonst braucht es immer so Ewigkeiten. Nein! Oh, Pancake ist wieder da und wir konnten keinen auf eine Expedition schicken, um vielleicht ein Medikit zu bekommen. Schade eigentlich. Na, das Archiv mit haben wir zum Glück schon. Selbst unter den schrecklichsten Umständen isst du deine Freunde nicht. Selbst wenn sie Pancakes sind. Mama Pancake. Okay. Können die sich jetzt langsam mal echt erholen? Das wäre echt schön. Die Kill. Ich brauche eine Expedition, Mann. Oh mein Gott. Alle sind krank. Das wird nichts. Unsere Zeit wird kommen. Aber für den Moment müssen wir diese Wohnsituation annehmen. Sie sind hier. Wir sind hier. Machen wir das Beste daraus. Es sind schließlich nur Kakerlaken. Wasser. 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 Okay. Oh man. Ich spiele nicht sehr was du nicht siehst. Ja gut. Alles okay mit den Leuten. Wir können nichts machen. Achso. Ja, hinter der Karte ist ein Safe. Ich hoffe, da ist Essen drin, Mann. Ich hoffe, Essen oder Medikit. Medikit wäre nice. Ja, okay, ist nichts. Schön. Eine Taschenlampe? Nee, ein Buch. Immer noch krank. Ja, zittert die ganze Zeit und Krankheit ist noch immer da. Weißt du was, wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Vielleicht ist das ja auch das Archiv, dass wir die Kakerlaken, dass wir den Kakerlaken nichts antun dürfen. Und einfach mit denen überleben müssen. Sehr durstig, okay. Nicht mehr lange ohne Wasser und durstig, okay. Und Ted kriegt noch was zu essen. Und wir können Mary Jane auf eine Expedition schicken. Wir können eine Mary Jane starten und Expedition aufschicken, genau. Das wollte ich gerade nämlich erst sagen, irgendwie. Holy, Hoffentlich können wir bald gehen. Ted hat ausgeschlafen, nice. Wir können nichts machen, aber Mary Jane geht auf eine Expedition. Mit nichts. Ich hoffe einfach mal, dass sie irgendwas Gutes mitbringt. Irgendwas Tolles. Ziemlich hungrig. Okay. So, Essen wäre ganz nett. Und ein Medikit vielleicht, damit wir Ted jedenfalls heilen können. Obwohl sie etwas leuchten und wir sind uns ziemlich sicher, dass die Krankheiten verteilen, haben wir keine Mittel, um gegen diese verdammten Kakerlaken zu kämpfen. Am besten passen wir uns die Situation einfach an. Lieber die Kakerlaken als Banditen oder Kommunisten. Trinken und trinken. Wir warten noch einen Tag. Einen Tag können wir noch warten, ja. Nein, nicht essen. Oh Gott. Nein. Ted ist verrückt geworden. Cool. Timmy sieht ziemlich blass aus. Okay. Nein, wir machen nichts gegen diese Kakerlaken. Kann ja sein, dass es funktioniert. Ich meine, möglich. Knut der Marken. Und alles fresh mit Timmy. Noch was Neues zu den Kakerlaken? Achso, ja, mit der Wohnsituation, okay. Nein, wir machen nichts dagegen. Timmy ist auch verrückt geworden, cool. Nice, wie wäre was zu trinken mit Timmy und sie ist durstig. Und beide sind durstig. Okay, schön. Okay.
Wir haben kein Medikit. Komm schon, Mary Jane, komm zurück. Nein. Kann tapfer ignorieren wie diese Symptome. Timmy sollte was essen, nö. Denn er fliegt gleich auf der... Okay, nein, können wir nicht. Er kriegt da was zu essen. Okay, wir werden das, glaube ich, nicht schaffen. Oh mein Gott, Alter. Scheiß die Wand an. Wir haben mal wieder so viel trinken. Hat seine vollen mentalen Fähigkeiten noch nicht wieder erlangt. Wir wünschten, wir könnten ihm irgendwie helfen. Okay. Wir brauchen kein Wasser. Wir brauchen Essen. Verdammt. Hey, ist jetzt schon die ganze Zeit nur noch eine Kakerlake da? Lol. Das kann ich mitbekommen. Trinken und trinken. Okay. Wir haben ein paar seltsame Pilze an meiner Wand gefunden. Oh mein Gott, wir nehmen es einfach. Scheiße, Alter. Magische Heilpilze? Nein. Die waren köstlich. Unsere einzige Sorge war, dass sie im Dunkeln geleuchtet haben. Und wir das aus irgendeinem Grund jetzt auch tun. Ja, das ist ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Wieder diese Killer-Alligatoren, die mutierten Killer-Alligatoren, ey. Irgendwer verletzt? Ich glaube, ja, Timmy ist verletzt. Timmy hat dich verletzt. Mann, das ist so ein Scheiß gerade. Was? Warum? Warum tue ich mir das an? Leute, warum? Ende. Boah, Alter. Schade, Alter. Schade. Immerhin haben wir 70 Tage. Verdammt nochmal durchgehalten. Habe ich gerade irgendwie total nicht erwartet, dass wir eigentlich so lange durchhalten. Egal. Immerhin habe ich jetzt einen guten Part eigentlich gehabt. Einen ganz coolen eigentlich. So viel Essen und Trinken einfach bekommen. Es lag einfach wieder an diesem verdammten Medikit. Es liegt immer an dem verdammten Medikit. Mann, immer weil sie krank werden. Naja, Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen auf das Endcard von Let's Play 60 Seconds. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben links kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Don't just stand there, Ted. You've got 60 seconds.